Nevoga? Nevoga? Was bedeutet dieser Name eigentlich? Na, das ist ganz leicht erklärt. Nevoga, das ist die Abkürzung für neuzeitige Vorhanggarnituren. Was das sein soll? Also eigentlich ist das ja der Name eines Produkts. Aber wissen Sie was? Am besten wir fangen von vorne an. Und zwar von ganz vorne. Nämlich im Jahr 1958, als der Tüftler und Erfinder Josef Mösel Senior seine Firma gegründet hat. Und weil der Mösel Senior nicht nur ein Erfinder, sondern auch ein echter Charmeur war, hat er die Firma nach seiner Frau Eleonore Baerbalk benannt. Also Baerbalk GmbH. Im Jahr 1960 hat Josef Mösel Senior die Unterputzschiene für Vorhänge erfunden. Maschinen wurden angeschafft, die Firma begann zu laufen, quasi wie auf Vorhangschienen. Vielleicht lag das aber auch daran, dass Josef Mösel Senior gleich noch die passenden Vorhanghaken und das Gleitmittel für den richtigen Rutsch mit dazu erfunden hat. Und das? Ja, das war auch die Geburtsstunde des Produktnamens Nevoga. Das mit der Vorhangschiene und so. Sie wissen schon. Dann ging es Schlag auf Schlag. Erfindung folgte auf Erfindung, Patent auf Patent. Josef Mösel Senior hat so einige Patente in Deutschland, in Frankreich und in der Schweiz angemeldet. Weil es ihn zum Beispiel geärgert hat, dass das Regenwasser immer auf die Hausmauer tropft, hat er kurzerhand die Wassernase erfunden. Und natürlich sofort patentiert. Sie war aber mehr als nur eine von vielen Erfindungen. Sie war der Einstieg ins Baugeschäft. Heute beschäftigt Nevoga 600 Mitarbeiter an Standorten in Deutschland, Tschechien und Polen. Die Zentrale befindet sich in Freilassing. Hier schlägt das Herz des Vertriebs. Mehr als 200 Produkte aus 8 verschiedenen Produktgruppen werden von Nevoga hergestellt. Schwerpunkt: Schalungszubehör für den Bau. Von A wie Abstandhalter über S wie Schalrohr bis hin zu W wie, ja, ganz richtig, die gibt's noch immer, Wassernase. Und haben Sie gewusst, dass Nevoga dabei ein echter Recycling-Pionier ist? Schon seit dem Jahr 1989 wird für Nevoga-Produkte recycelter Kunststoff verwendet. Produziert wird 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr, ohne Unterbrechung. Der Umsatz hat sich seit dem Jahr 2008 verdreifacht. Sie fragen sich jetzt, wer das alles kaufen soll? Tja, eigentlich so ziemlich jeder, der irgendetwas baut. Und gebaut wird viel. Und zwar weltweit, mit Nevoga. Beispiele gefällig? Also, da wäre der Hauptbahnhof in Wien. Oder der Bahnhof in London. Oder in Doha oder in Budapest. Hochhäuser, Krankenhäuser, Brücken und, ja, wir sind nicht nur auf der ganzen Welt im Einsatz, sondern auch unter der Erde. Koralmtunnel, Gotthardtunnel, Brusler-Tunnel, Odertunnel Schwäbisch Gmünd und sogar U-Bahnen. Alles mit Nevoga gebaut. Puh, ganz schön viel. Und groß. Und international. Heute ist Nevoga weltweit einer der wichtigsten Hersteller von Schalungszubehör. Aber wissen Sie was? Bei all dem ist das Unternehmen immer noch ein Familienbetrieb. Manuel Mösel schaut, dass in der Produktion alles läuft. Günther Brandner kümmert sich ums Wirtschaftliche. Und Josef Mösel unterstützt die beiden tatkräftig. Auch 60 Jahre nach dem einfallsreichen Erfinder Josef Mösel Senior geht es noch immer weiter und weiter und weiter. Bis zum Jahr 2021 wird am Standort im tschechischen Znaim ein neuer topmoderner Firmensitz errichtet. Und wissen Sie, was da ganz sicher mit von der Partie ist? Klar, Produkte von Nevoga.